Oh, Kinderspiele. Oh. Und du, ich weiß, du willst die ganze Zeit, dass dein Song spielt. Ich spiel den gleich. Mann. Ja, gleich. Mann. Sag doch gleich. Mann. Ich muss erstmal das reparieren, was mir gerade zerrissen wurde hier. Gut an, du. Mann. Gleich. War das so? Nee, warte mal, ich kann hier. Baue ich mal das hier so. Huch. Aber ihr seid beide ganz schön ungeduldig, ich merke das schon. Ach, ja, ich bin ja auch gespannt. Wenn der das so eine große Klappe hat, dann muss auch jetzt bei was rauskommen. Ey, das ist. Ich glaube, diese Aufnahme ist echt. Steht unter keinem guten Stern. Wirklich, was hier passiert gerade, das ist ein Terror. Ja, seitdem ich hier. Guck mal, ein ganzes Treppenhaus, was ich immer schon. Was ich immer so ganz mühsam aufgebaut und alles wird kaputt gemacht. Aufräumen. Ja, ich räume ja schon auf. Aufräumen. Ey, das liegt auf jeden Fall an euch beiden, dass hier alles kaputt geht. Ja, ach, du bist so unkonzentriert. Das ist eure Freund. Eure böse Allianz, die mir alles ruiniert. Ich brauche Dschungelholz. Ganz dringend. Opa, hast du schon mal Rap gehört? Rap? Ach, sowas höre ich doch nicht. Mist. Das ist nichts für mich. Die ganzen Stufen. Ach, das ist doch alles. Viel mehr Fackeln brauche ich. Gleich werde ich dich bekehren. Wenn Habt ihr beiden denn eigentlich eine Freundin? Derzeit nicht. Klar. Du hast eine Freundin? Klar, immer. Das ist gut. Chick Magnet. Immer? Ist das ein Normalzustand bei dir? Immer, schon seit ich denke. Dschungelholz, wo hab ich Dschungelholz? Lieb? Ich geb dir mal lieb. Egal, Opa. Wie, was gibt's dir lieb? Das will ich jetzt wissen. Wo ist Dschungelholz? Ich brauch Dschungelholz, das gibt's doch gar nicht. Ey, meine Kisten muss ich auch mal ordnen. Aber das mache ich, glaube ich, nicht hier im Let's Play. Ich geb dir immer lieb Dschungelholz, verstehst du? Nee, verstehe ich noch weniger. Eichenholz, Fichtenholz, Dschungelholz. Das ist doch nur dummes Zeug. Du bist ein Nerd, du verstehst nicht, wann Dschungelholz geht, ne? Nee, nicht so. Ich brauch Dschungelholz. Dann gib mir mal Dschungelholz, ja? Kannst du mir mal Dschungelholz? Gib mir mal Dschungelholz, ja. Was das heißt? Gib mir mal Dschungelholz. Was heißt denn, gib mir mal Dschungelholz bei euch im Jugendslang? Im Hip-Hop-Slang. Das würde jetzt heißen, dass ich mein Genital in deine Hand lege. Das heißt, gib mir mal Dschungelholz? Ja. Ich glaube, da haben sich zwei gefunden. Das ist mir ein Spaßvogel hier. Da haben sich zwei gefunden, ich merke. Also langsam bin ich gefallen an den Burschen. Danke, Opa. Dass ich das heute noch erlebe, ich lauf es nicht. Lache, Opa, lache. Also ich muss jetzt mal sagen. Oh Gott! Oh. Meine Güte, ich krieg noch einen Herzinfarkt. Boss Martin, ich hoffe, dieser alte Mann steigt gleich aus. Ich kann es nicht mehr aushalten. Der hustet mich an. Ich will nicht noch krank werden. Ja? Boss Martin. Ist doch egal im Grunde, oder? Nein. Im Grunde ist es doch vollkommen egal. Ist dir egal, wenn ich dich Knut Lando nenne? Ja, wäre mir vollkommen egal. Okay, Knut Lando. Ja, okay, Knut Lando. Ist ein super Name. Ich nenne meinen YouTube-Channel gleich zu Knut Lando um. Ja. Läuft alles gut. Ich denke, er kriegt sogar mit. Hast du YouTube-Channel? Ja, wovon rede ich denn die ganze Zeit? Mit Aufnehmen und sowas. Natürlich habe ich einen YouTube-Channel. Kannst du meinen Rap auf deinen YouTube-Channel machen? Ich habe ihn noch nicht gehört. Also ich kann auch nichts versprechen. Das ist richtig geil. Dann kriegst du 1000 Views. Das Problem ist nur an der ganzen Sache. Scheiße. Also wenn ich das jetzt aufnehme, wenn ich hier weiter aufnehme und der Rap läuft, dann ist er ja auf YouTube. Ja, aber ich habe ja gesagt, ich bringe dir Fame. Willst du 1000 Views? Ich bezweifle, dass ich dadurch 1000 Views kriege. 1000 Views. Meinst du? Views. Meinst du, ich krieg 1000 Views? Ich schwöre. Durch deinen Rap krieg ich 1000 Views? Versprichst du mir das? Ja. Gib's mir schriftlich? Nö. Ja, warum nicht? Keine Lust zu schreiben. Kannst du schreiben? Ja, jeder kann schreiben. Was schreibst du so am liebsten, wenn du mal schreibst? Lyrik. Was? Rap-Zeilen. Dann mach mal ganz spontan mal noch eine Rap-Zeile. Würde ich gern haben. Oh, Junge, ich kann dir mein Refrain vorlesen. Nee, in Bezug auf Minecraft. Mach mal Minecraft-Rap. Ganz schnell, spontan. Zeig mal, was du drauf hast. Boss, Martin. Jetzt hab ich wieder Dschungelholz. Jetzt kann ich erstmal die... Welcher Fliegen? Oh, du bist in der Urinlache drin. Pass mal auf, wo du da hingreifst. Oh Gott, der alte Mann hat seinen Katheter verloren. Ich schreib mal Rap. Ach, Mist. Ja, schreib mal Rap, ich gehe hier jetzt hoch. Ihr seid mir zwei Banausen. Ja, Banausen nicht, wir sind Minecraft-Spieler und Rapper.
Meine Güte, was muss ich heute hier für einen Kulturschock erleben? Das frag ich mich auch. Mir ist noch nie passiert, dass mir 15 Creeper hier im Gesicht explodiert sind. Alles entstellt und was ist... Oh Gott. Ich werde nicht mehr. Ich glaube, ich muss mal bald eine Aufnahme alleine machen, ganz in Ruhe, wo ich mich konzentrieren kann. Weil von euch beiden, von dir, Boss Martin und von Ihnen, verehrter Herr, haben Sie Ihren Namen genannt? Weiß ich gar nicht mehr. Ist ja auch vollkommen egal. Sie können... Interessiert Ihnen, Dirk? Das war aber nicht nett. Das war aber nicht nett gerade. So ein bisschen angeflaumt fühle ich mich schon. Schau mal die da. Oh. Ich habe jetzt keine Augen für die Frau dort hinten, die alte Dame. Frisches Fleisch. Ah, oh, und Glas brauche ich auch noch. Mist. Da kommt wieder Leben in meine alten Glieder. So. Bei mir kommt erstmal Leben in eine Bude, weil ich hier alles wieder neu aufbaue. Zack. Alter Lüstling. Das merkt man, sehr gut. So. Genti. Aber ich bin leider so ein alter Kinder. Meine verkrüppelte Hand, die macht auch nicht mehr mit. So. Jetzt baue ich mir hier noch ein paar Treppen. Der alte Herr kann mit sich selber reden, das geht mir echt langsam. Gegen Kreuz hier, das ist ja wirklich. Gegen Strich. So, zack. Rede nicht so wirres Zeug. Ich rede kein wirres Zeug, ich spiele. Ich bin konzentriert, so. Oh Gott, oh, jetzt mache ich hier. Ich mache immer mehr und mehr Mist. Das gibt's doch gar nicht. Wo habe ich jetzt die Erde hingetan? Hier drin. Zack, hier, das raus, das ist hin. Denn die Toilette? Ach, so weit weg. Pass mal auf, junger Freund. Was? Ich mach mal kurz ins Glas rein und du stehst für mich Schmiede. Wenn der Schaffner kommt, sagst du mir Bescheid, dann zieh ich mein Ding ein und dann weiß keiner von das uns. Unterstütze ich nicht. Und das ist ein, Flachmann und kein Glas, übrigens. Hier, der Kamerad kann auch ein bisschen aufpassen. Der macht gerade einen Rap. Der hat, glaube ich, keine Zeit und keinen Nerv. Ich schieß mal ins Glas rein. Ach, hab ich ja noch hier. Und du stehst schon Schmiede und wenn hier jemand kommt, dann stupst du mich so an. Fertig. Aber nicht zu doll, sonst läuft alles daneben. Dann haben wir ja eine richtige Lache. Mach ich das offen? Also. Das unterstütze ich nicht, dass Sie da jetzt hinpinkeln. Herr Schaffner! Was ist denn da? Mist. Der pinkelt da tatsächlich gerade in... Oh, ist das primitiv! Ich dachte, die alten Leute haben wenigstens ein bisschen Anstand, aber nein, auch das scheint nicht der Fall zu sein. Aber ist ja auch egal, wir brauchen Glas. Ganz dringend. So? Ja, machen wir so. Glas brauchen wir. Und hier haben wir ja den Zaun gehabt, ne? Ne, eine Wand. Hier hatten wir noch eine Wand. Hab ich ganz vergessen, dass hier eine ganze Wand war. Das war aber auch höchste Eisenbahn. Und kam niemand. Gut gemacht, Kleiner. Ha, wir sind ja ein richtiges Team. Total. Jetzt fühle ich mich um 30 Kilo leichter. Da kam auch ordentlich was raus. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ha! Prosit, mein Lieber! Prosit und Ex und Hop! Oh Gott! Oh, hören Sie damit auf, echt! Jetzt trinkt ihr sein... Oh Gott! Hast du das mitgekriegt, Boss Martin? Junge, ich konzentriere mich, dieser Opfer, ne? Freak! Der hat gerade seinen Urin verspeist. Ein bisschen streng, aber ist gut für die Gesundheit. Was unten rauskommt, ist oben wieder rein. Ist jetzt asymmetrisch errichtet? Nee, ne? Ja, so ist das. Zack. Damals vor Stalingrad haben wir unsere erfreuten Kameraden gefressen. Ha! Das war ein Spaß. Haben sie das? Oh, aber das ist natürlich. Hallo. Ich könnte dir Geschichten erzählen, aber lieber nicht. Ich will dein Kleiner den Jungen verständlich kirre machen, damit du heute Abend noch gut schlafen kannst. Halte ich ihm zugute, ich brauche Fackeln. Ich kann schon... noch Albträume, wenn ich dir davon erzähle. Lieber nicht. Krieg jetzt schon Albträume von ihrem Urintrink. Ich hab was mitgemacht, Debatte hier. Urando. Ja? Bist du bereit? Willst du mal einen Rap hören über Minecraft? Gerne. Ich muss auf jeden Fall erstmal ein paar Fackeln hier noch positionieren. Okay. Aber du kannst loslegen. Gibst du mir ein Beat? Der alte Herr macht das diesmal für Sie. Gibst du mir Beat, Opa? Was für ein Cheat? Beat. Gib mir, mach mal so. Du, sowas. Pass auf, ich geb dir jetzt einen schönen Schlagerbeat. Ja, komm.
Steinchen über Steinchen, Skelette mit krummen Beinchen. Corando flitzt mit seinem Spaten umher und setzt sich gegen Creeper zur Wehr. Boom, 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 fliegt die Hütte in die Luft. Die Spinne kommt herein, Corando rammt das Schwert rein. Zip, zap, Steine klotzen, guckt ihr Fotzen, wie wir unsere Türme bauen. Was? Und durch die Minecraft-Welt schauen. Erde, Steine, Holz, jetzt bauen wir eine Wand aus Sand, Bitches. Okay, das war zu viel. Das war zu viel. Muss ich sag, dass ich erstmal ein paar Fackeln im Haus brauche, weil ich habe Angst, dass mir gleich alles um Ohren fliegt. Wie war mein Rap, Kurando? Der war absolut genial. Hammer, danke, danke. Hammer Tittenaffen geil, sagt ihr das doch bei euch, oder? Ja, nicht? 90er Jahre. Ach, war es 90er? Da bin ich ein bisschen mit der Zeit. Bin ich ein bisschen stecken geblieben. Tut mir leid. So, ich mache hier nochmal Fackeln überall hin. Muss ich mir hier antun? Hier noch ein paar Fackeln, hier noch mal Fackeln. Ich mache jetzt alles voll mit Fackeln. Die nehme ich mal weg. Weil nachdem mir da wirklich alles um die Ohren geflogen ist, muss ich mal ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Hier kommen jetzt noch zwei hin, einfach ganz random. Die kann ich immer noch neu positionieren. Aber das mache ich nicht jetzt. So. Klatsch den Creeper an die Wand mit der Fackel in der Hand. Sand brauche ich, denn ich will ein bisschen Glas schmelzen. Und ich muss auf jeden Fall mal alles ordnen, weil ich gar nicht mehr weiß, wo was ist. Ich bin total verwirrt und traurig schon fast ein bisschen. Holzkiste aufgeklappt mit schönen Dingen vollgepackt. Ah, ich habe sogar noch Glas. Ah, ja. Das kommt raus. Habe ich natürlich keinen Platz mehr. Doch, hier. Muss ich gleich noch reinmachen. So, was ist jetzt mit deinem Rap eigentlich? Du kannst du gleich raushauen. Hier, ich gebe dir mein Mobile Phone. So, was muss ich machen? Aber mach erstmal diese Bilder da weg. Kennst du HTC One X Plus? Das ist ganz neu, Mann. HTC One Plus X. One Plus. Bevor du dein Lied spielst, eine Sache fällt mir noch ein, bevor ich das noch weiter hinausschiebe. Das macht mich schon seit langem wahnsinnig. Guck dir das mal an jetzt. Was? Guck mal hin. Geht das so? Nein, wie geht denn das? Oh, irgendwie kann man ja Türen bauen. Kennst du deine Rezepte nicht? Ich kann meine Rezepte nicht, nein. Konnte man nicht so irgendwie fort. Vielleicht machst du so sieben, ganz hoch, so sieben und zweimal Erde. Und oben so Holz noch. Ging oben das nicht so Holz? So? Oben noch Holz? Oben noch Holz? Wo? Hier oben Holz? Hier? Nein, nicht diese Holz. Dieses. Das hier? Ja, so. Da passiert nichts. Was soll das denn darstellen? Irgendwie ging das. Ich hab das vergessen, ey. Boah, ich muss mir das mal ein bisschen mehr verinnerlichen. Amateur. Ja, Amateur. Da gebe ich dir vollkommen recht, ey. Und hier muss ich auch auf jeden Fall den Zaun noch ein bisschen verlängern. Das ist mir zu gefährlich. Hier rutsche ich ja immer fast runter. Zack. Dann werde ich jetzt mal hier noch ein bisschen verlegen. So. Kann man immer noch ändern, ne? Kann man hoffentlich immer noch ändern. So. Die Rutsche von der Prutsche. Die Rutsche von der Prutsche? Was ist die Rutsche von der Prutsche? Ja, du hast gerade gesagt, du rutschst da runter. Ach. Okay. Ich hab dich Prutsche genannt. Ah! Was heißt das? Keine Ahnung, hab ich mir ausgedacht. Hast du Alter, ich dachte schon, da explodiert gleich was. Kann man das so machen? Zisch, zisch, kommt der Creeper um die Ecke. Oh, das wäre ein cooler Rap. Wenn du da ein Lied draus machen würdest, wärst du der Held im Internet. Ich hab doch eben schon mal meinen. Ja, aber so noch ein bisschen. Über Creeper gesungen. Ja, aber. Ja, noch ein bisschen mehr Power. Ich lese dir nochmal diese Zeile vor. Guck mal. Ja, es ist noch ganz schön dürftig. Corando flitzt mit dem Spaten umher und setzt sich gegen Creeper zur Wehr. Boom, 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 fliegt die Hütte in die Luft. Die Spinne kommt herein. Corando rammt das Schwert rein. Was? Die Spinne kommt rein. Corando rammt das Schwert rein. Ja, ist schon cool. Das ist so ein Reim-Reim-Rap. So. Rein. Weil zwei Wörter, die gleich sind, reimen sich immer. Das muss ich mir mal merken. Wenn ich mal Rapper werden sollte irgendwann, dann setze ich diesen Trick ein. Dankeschön. Hier muss ich auch mal zubauen, ne? Ja, gut, mache ich dann irgendwann, wenn ich mal auf dem Dach bin. So.